So, da sind wir wieder bei einer weiteren Runde von Inazuma 11. Das Kabel benimmt sich jetzt mal, hoffe ich doch. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir wollten zum Turm gehen. Und dann gehen wir da doch gleich mal hin. Man, ich fühle mich irgendwie so nackt, wenn ich so allein unterwegs bin. Das ist furchtbar. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass uns niemand angreifen kann in dem Sinne. Ja, wir können gleich mal gucken, ob hier noch eine Schatztruhe neu gespawnt ist. Aha. Dankeschön. Aha. Oh, das ist gut. Katze, lass mich durch. Was kann man hier eigentlich trainieren? Dann eben nicht. Ist da oben noch eine? Ich bin ja froh, dass wir zumindest mit den Schatztruhen interagieren können. Oh, Frostball. Hallo du. Hol deine Augen. Sie sind so schöner als das Licht am Abendhimmel. Was ist? Ich kann jetzt keine Störung gebrauchen. Eben nicht. Was? Nope. Da kann man mit einem Schlüssel rein. Oh, hi. Allein wirst du es nie schaffen, Spezialtechniken weiterzugeben. Ein Starband. Ach ja, ich glaube, bei ihm kann man Spezialtechniken weitergeben. Ja, das hat er gerade mehr oder weniger gesagt. Ich weiß. Wie schön das ist. Das ist genau wie der Himmel an dem Tag, als die Royal Academy uns herausgefordert hat. Oh Gott. Leute, es ist spät. Ich habe schon ein paar Parts aufgenommen. Das merkt man vielleicht auch an meiner Stimme. Es tut mir leid, ich gebe mein Bestes. Für Loser wie die hier haben wir echt keine Zeit. Kommt, wir machen die Fliege. Hauptrunde der Football Frontier gewinnen. Wirklich nur ein Traum? Mich wirklich unmöglich, Opa? Na nun, dich trifft man aber auch an den verrücktesten Orten. Nelly, was machst du denn hier? Nichts, eigentlich. Ich komme einfach nur gerne hierher. Ich mag diesen Turm. So. Naja, ist ja auch wirklich nett hier. Und was ist mit dir? Ein Schuss nicht gehalten und schon geht die Welt für dich unter? Hm? Wir sind doch wirklich schon stark genug. Wir können gegen jede Mannschaft antreten. Hast du das wirklich gedacht? Na, das nenne ich mal ein gesundes Selbstbewusstsein. Ihr habt doch schon öfter eine Schlappe einstecken müssen, oder? Aber bis jetzt seid ihr doch nach jeder Niederlage wieder auf die Beine gekommen. Weißt du noch, als du nach dem Spiel gegen die Royal Academy auf keinen Fall aufgeben wolltest? Das hat Axel Blaze beeindruckt und Jujab. Deshalb sind sie doch überhaupt in den Club gekommen. Und ich war damals auch. Du? Na, ist ja auch egal. Jedenfalls frage ich mich echt, was das hier jetzt soll. Ist doch Zeitverschwendung, hier allein Trübsal zu blasen, wenn es noch so viel zu tun gibt. Solche Probleme solltest du im Team besprechen, gemeinsam mit den anderen Spielern. Ist nicht mehr so wie damals, als du noch ganz allein am Rand des Platzes den Ball gekickt hast. Stimmt. Ich bin nicht mehr allein. Das war alles. Echt. Ohne Hilfe merkst du wohl auch ein gar nichts, oder? Nelly, was ist denn? Wird das nicht vielleicht etwas leiser? Danke. Das war genau das, was ich jetzt hören musste. Stimmt genau. Wir sind doch schließlich noch lange nicht am Ende. Wer sagt denn, dass wir beim nächsten Mal nicht gewinnen können, nur weil wir heute verloren haben? Wichtig ist doch nur, dass man gewinnt, wenn es drauf ankommt. Nelly? Meine Nelly? Das muss ein paar Töne höher klingen, sonst klingt's nicht gut.
Nanu, Silvia, was machst du denn hier? Hier bist du also, Mark? Ja, du warst so plötzlich weg. Da habe ich gedacht, vielleicht ist Mark ja zum Turm. Ach so, tut mir leid, wenn ich allen Sorgen bereitet habe. Jetzt ist aber wieder alles in Ordnung. Ah, na gut. Wenn wieder alles in Ordnung ist, ich meine, wenn du wieder in Ordnung bist, ist ja alles klar. Der Trainer hat gesagt, er würde vor dem Spiel gegen Kirkwood noch ein Spezialtraining vorbereiten. Im Ernst? Fantastisch! Mit dir ist wirklich wieder alles in Ordnung, Mark? Aber sicher, Nelly hat sich doch auch schon aufgeregt. Ich soll nicht allein Trübsal blasen und so. Ach so. Was ist denn los? Komm schon, Silvia, auf geht's. Mark, du Schwachkopf. Aber wirklich. Das ist doch wirklich nicht so schwer zu verstehen, oder? Wie schön sich hier die Kamera übrigens gedreht hat. Ja. Bin ich hier überhaupt richtig? Bin ich hier richtig? Ja, auf zum Clubhaus. Ich bin sehr richtig hier. Ich war mir jetzt gerade für eine Sekunde nicht sicher, ob wir nicht zur Lagerhalle gehen wollen. Aber nein, wir sind hier richtig. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Nein, bin ich nicht. Das ist gelogen, aber lass mich durch. Zu spät. Jetzt hast du mich bereits durchgelassen. Ich habe alles gehört, Kleiner. Du bist wohl ziemlich glorreich geschlagen worden, oder? Das kann man wohl sagen. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Es ist wieder alles in Ordnung. Ach so. Du hast dich aber schnell erholt. Wir sind echt ein schlichtes Gemüt, oder? Bei dir wollte ich mich auch noch entschuldigen. Ich war eben nicht besonders nett, Sharp. Hm? Keine Sorge, Kleiner. Die alten Inazumas haben ein Spezialtraining vor dem Kirkwood-Spiel für euch. Wenn ihr fertig seid mit den Vorbereitungen, kommt einfach zum Platz. Wir warten auf euch. Übrigens, muss ja nicht Nathan Swift und Wolfzeit und Allenzeit fehlen auch noch, oder? Swift habe ich eben im Zeitungsclub gesehen. Was er da zu erledigen hatte, weiß ich allerdings nicht. Um gegen Kirkwood zu gewinnen, reicht es nicht, wenn ich als Einziger trainiere und besser werde. Stimmt natürlich auch, Mark. Ich sage dem Trainer, dass ihr kommt, wenn die anderen drei auch hier sind. Ja, mach das. Ich gehe inzwischen erstmal zum Zeitungsclub, um Nathan zu holen. Oh, ist er? Ich folge einfach dem Pfeil. Einfach dem Pfeil nach. Nicht denken. Einmal schön dem Pfeil nach. Der wird uns den Weg zum Zeitungsclub zeigen. Guten Tag, ich muss zum Zeitungsclub. Hallo, Peabody. Du läufst mir nicht so einfach weg, Paul. Ah, du bist hartnäckig. Was gefällt dir denn nicht am Fußball? Ich habe eigentlich nicht gesagt, dass mir der Fußball nicht gefällt. In letzter Zeit finde ich keine guten Fußballer. Willst du nicht mit uns richtig trainieren? Aber ich... Weißt du, was mir am Fußball am allerbesten gefällt? Die Spezialtechniken? Falsch! Echt? Also was? Natürlich das tolle Gefühl. Marc. Darum spiele ich Fußball. Na, was ist? Spielen wir zusammen? Alles klar. Gehen wir gleich zum Clubhaus? Du hast mich jetzt schon 27 Mal in deinem Fußballclub eingeladen. Durch deine unglaubliche Hartnäckigkeit hast du mich überzeugt. Ich folge dir, egal wohin. Hey, wir haben ein Maskottchen. Ja, wir haben ein süßes kleines Maskottchen. Yay. So haben wir das auch gleich mal im Vorbeigehen erledigt. Auf zum Zeitungsclub. Wo auch immer der ist. Oh, eine Truhe. Ah, da ist der Zeitungsclub. War da nicht auch der Manga-Club? Ach, hier ist sozusagen der Buchclub. Der Club für erlesene Leute. Nathan, komm, wir müssen trainieren. Hey Mark, du denkst wohl nicht, wir hätten uns aus dem Staub gemacht. Na gut, ein klein wenig mulmig war uns schon. Das gebe ich ja zu. Einen Wahnsinnsschutz mit eigenen Augen sehen zu müssen, tut aber auch schon weh. Hör mal, Nathan. Aber Mark, aber Axel hat uns allen ziemlich den Kopf gewaschen. Axel? Das hat doch eh keinen Zweck. Kommt, gehen wir heim. Vielleicht gebt ihr auf?
Axel? Ich gebe nicht so leicht auf. Unser Captain findet garantiert wieder zurück zu seinem alten Optimismus. Ich hätte echt gedacht, dass ihr das auch spüren würdet. Axel! Wow, was für eine Ansprache. Sind sie wieder voll bei der Sache. So war das also. Wir haben doch auch gesehen, dass Kirkwood ein harter Gegner ist. Deshalb wollten wir auch ein wenig recherchieren. Das ist alles. Ach, das war also der Grund. Danke, Nathan. Ich muss hier noch etwas herausfinden. Danach komme ich dann sofort zum Platz. Ironside hat gesagt, er geht für die Recherchen in die Bibliothek. Er und Wolfside geben sich auch richtig Mühe, um zu helfen. Geh rück zu ihnen und hol sie ab. Verstanden. Danke, Nathan. Dann gehe ich am besten gleich zur Bibliothek, um Ironside abzuholen. Gibt's hier noch eine Truhe für mich? Truhe mit Inhalt. Ich nehme auch gerne eine ohne. Nein? Okay. Dann nischt. Dann auf zur Bibliothek. Da unten. Da war der Hintereingang. Bibliothek, auf dieser Seite. Guten Tag, die Herren, auf zum Training. Los, komm, da ist die Truhe. Ich bin die Leserei echt nicht gewohnt. Mir schwillt jetzt schon der Kopf. Oh, Captain, schon wieder alles in Ordnung? Klar, sorry, wenn ich euch allen Sorgen gemacht habe. Ich wollte nur nachsehen, ob nicht wirklich in der Bibliothek noch Geheimnotizen versteckt sind. Aber irgendwie finde ich einfach keine. Weil da müssten noch irgendwo noch ganz bestimmt welche sein. Irgendwelche Techniken, mit denen man diese drei Fieslinge von den Socken hauen könnte. Verstehe. Vielen Dank, Ironside. Aber beim nächsten Spiel will ich mich nicht auf irgendwelche Geheimnotizen verlassen. Was? Aber warum das denn? Klar, wir freuen uns alle, wenn wir eine neue Geheimnotiz finden, oder? Aber wir sind ein Team. Wir sind eine Mannschaft. Das gibt uns allen noch viel mehr Kraft als alle Geheimnotizen der Welt. Deshalb sollten wir auch gemeinsam trainieren, um die Kirkwood-Schüler zu besiegen. Captain! Hör auf! Ich muss sonst noch sein! Ironside, du bist ein wahrer Freund. Mag sein. Trotzdem wäre es schön gewesen, noch weitere Geheimnotizen zu finden. Ironside, ich suche noch ein wenig, dann komme ich auch zum Training. Übrigens, Wassert hat gesagt, er wollte zum Fluss. Wie wär's, wenn du dahin gehst und ihm Bescheid sagst? Geht klar. Dann gehe ich jetzt zum Fluss und sage Wassert, dass das Training weitergeht. Dankeschön. So, dann gehen wir mal zum Fluss. Kabel, bleibst du drinne? Pfui, wenn du das nochmal machst, kriegst du Stubenarrest. Und Fernsehverbot, du darfst nie wieder Fernsehen gucken. Ich muss mir echt mal ein anderes Kabel holen, das hier ist eigentlich viel zu kurz. Wir wollten zum Flussufer. Er hat gesagt, er ist beim Flussufer. Flussufer ist leider eine sehr große O-Bezeichnung. Naja, wenigstens können wir uns Zeit lassen, hier alles zu erkunden. Immerhin werden wir nicht angegriffen, wie ich immer so schön sage. Das ist eine Katze. Vielleicht hier? Ach, hier ist eine Truhe. Meine Güte, da findet man ja noch einige Schätze. Truhe, 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 Truhe. Jack, los, du schaffst das! Nochmal, ich schaff das. Wolfside. Einer von den Fußballern, die mein Bruder herumkommandiert. Captain, ich meine Mark, schon wieder fit? Keine Sorge, alles wieder in bester Ordnung. Du? Die ganze Zeit hier allein trainiert? Jack ist nicht allein, ich helfe ihm. Dieses Z-13 ist wohl nicht so leicht zu stoppen. Da müssen die Verteidiger den Ball schon stoppen, bevor es überhaupt in die Nähe des Tors kommt. Weil der war. Zumindest habe ich das gedacht und schon mal hier trainiert. Aber irgendwie klappt es nicht so recht. Danke, vielen Dank, Wurstzeit. Aber vielleicht sollten wir lieber mit der Mannschaft trainieren. Für das Spiel gegen Kirkwood haben der Trainer und die Alten in der Summe ein Spezialtraining vorbereitet. Wirklich? Wenn das so ist, fühle ich mich auch gleich viel sicherer. Aber vor dem Training muss ich unbedingt noch etwas essen. Ich habe wirklich einen Riesenhunger.
Verstanden, wir warten dann auf dich. So. Und jetzt habe ich auch wohl alle Spieler versammelt. Auf zum Platz, zum Training. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Na, da seid ihr endlich und alle wieder vereint. Das erste Spezialtraining soll jeden von euch als Individuum stärken. Jeden einzeln als Individuum? Genau, um als Team stärker zu werden, müsst ihr euch alle als einzelne Spieler noch sicherer in eure Techniken werden. Also, Wolfsheim, du bist Verteidiger, genauso wie ich. Deshalb werden wir beide jetzt zusammen ein Spezialtraining absolvieren. Ich wette, das wird hart. Und du, Kleiner, du bekommst jetzt von mir ein Torwart-Spezialtraining. Ein Torwart-Spezialtraining? Klar, die stärkste Spezialtechnik, die wir haben, die magische Hand, kennst du schließlich schon. Jetzt musst du damit auch die gefährlichsten Bälle halten, die wir schießen können. Die gefährlichsten Bälle, das kann doch nur heißen. Genau, den Blitzausbruch, die stärkste Technik, die sich Trainer Evans je ausgedacht hat. Die hauen wir dir jetzt so auf den Kasten. Versuch ganz einfach, den Ball zu halten. Was? Die Alten in der Summer 11 schießen den Blitzausbruch? Hehe, natürlich. Hattest du etwa gedacht, ihr könnt schon etwas, das wir damals nicht konnten? Also, versuch ihn zu halten. Jetzt kommt unser Blitzausbruch, der legendäre Schuss der Raimon. Wenn ich diesen Ball halten kann, kann ich die Schüsse der Kirkwood-Spieler bestimmt auch halten. Was ist denn, Mark? Es ist ausgerechnet, jetzt tut meine Verletzung wieder weh. Das geht so nicht. So kannst du doch unmöglich im Tor stehen. Weich lieber aus, Mark. Aber ich kann nicht aufgeben. Dieser Ball, ich muss ihn halten. Das ist nicht gut. Der Captain bringt sich in Gefahr. Captain, wir helfen dir. Geschafft! Wir haben ihn gehalten! Jungs, wir haben den Ball gehalten! Geschafft! Wir haben es geschafft, Captain! Das konnten wir nur schaffen, weil wir zu dritt unsere Kräfte vereint haben. Gut gemacht! In so einer Situation eine neue Technik zu erfinden, das ist schon eine starke Leistung. Ich hab's! Wir sollten diese Spezialtechnik Trippelabwehr nennen. Trippelabwehr? Das ist keine Spezialtechnik, die mein Opa hinterlassen hat. Nein, das ist wirklich eine neue Spezialtechnik, die wir uns selbst ausgedacht haben. Dann sollten wir sie schnell notieren, bevor wir vergessen, wie sie funktioniert. Genau, und unser Notizbuch braucht natürlich auch einen Namen. Ich hab's, das Raimon-Buch der speziellen Spezialtechniken. Den Mangel an Stilgefühl hast du wohl von deinem Großvater, oder? Das war echt eine Wahnsinnstechnik. Die müsst ihr mir auch beibringen. Über die Technik muss ich auch einen Artikel in der Schülerzeitung bringen. Wie schön! Es sieht wirklich so aus, als hätte Max seine alte Form wiedergefunden. Stimmt, aber manchmal kostet er mich wirklich den allerletzten Nerv. Sagt mal, Nelly, über was habt ihr eigentlich geredet neulich am Turm? Hast du uns etwa gesehen? Nein, natürlich nicht. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Oh, ist da jemand eifersüchtig? Also gut, Spezialtechnik. Und zwar alle gemeinsam. Gegen diese Kirkwoods werden wir gewinnen. Mein Spezialtraining. Genau. Ich bin so froh, Mark. Jetzt musst du nicht mehr alles allein machen. Glück gehabt, oder? Aber wieso fühle ich mich trotzdem so einsam und verlassen? Mark, woran liegt das nur? Es könnte daran liegen, dass meine Stimme langsam versagt. Schnell was trinken. Also Leute, heute spielen wir im Halbfinale gegen Kirkwood. Aber
meine, morgen spielen wir. Und aber heute ist noch Training angesagt. Verstanden, meine, verstanden. Axel, du kommst doch auch mit zum Training, oder? Ja, klar. Warte einen Moment, Marc. Kommst du nach dem Training noch kurz zum Clubhaus? Ich brauche deine Hilfe beim Vorbereiten für morgen. Kein Problem. Also bis nachher und viel Erfolg bei eurem Training. Ja, meine Stimme sagt langsam bye, bye, Unimond. So viel Text. Ich glaube, ich bin das einfach nicht mehr gewohnt. Aber da muss man durch. Ich bin gerade motiviert, das lasse ich mir nicht kaputt machen. Auch nicht von meiner Stimme. Hi. Seid ihr für heute fertig mit eurem Training, Marc? Ja. Für heute haben wir genug getan. Jetzt müssen wir auch keine Angst mehr vor dem Zetraeck der Mörderbruder haben. Schaut sie euch gleich nur an. Sie platzen ja gleich vor Selbstvertrauen. Marvin. Was willst du denn hier? Keine Sorge, heute bin ich nicht hier, um irgendwelche Gemeinheiten zu sagen. Während du davon geredet hast, dass du nie wieder Fußball spielen willst, Axel, haben wir trainiert wie irre und haben das Z-Dreieck gefunden, ich meine erfunden, um das nächste Turnier zu gewinnen. So wie wir jetzt spielen, werden wir auch gegen dich nicht mehr verlieren. Punkt. Ich meine Ausrufezeichen. Wirst schon sehen, dass die Kirkwood auch ohne dich allein mit uns Murdochs fantastisch spielt. Marvin. Also gut, wir treffen uns dann beim Spiel. Und nicht, dass du morgen wieder abhaust. Na klar. Heute ist der große Tag. Heute erlebt ihr euer blaues Wunder, Murdochs. Wartet's nur ab. Heute halte ich euren Ball ganz bestimmt. Also, alle mal bereit für den Aufbruch? Können wir dann langsam los? Nanu, was ist denn mit Sharp los? Letzte Mal bei Sovereign setzte Axel, Walls und Ironside in die Startaufstellung ein. Da müssen wir nur Ironside wieder einsortieren, ne? Ja, da hat dooferweise keine Verteidigungszeichen, aber das können wir gleich noch ändern. Was hat er denn? Er ist Feuer. Haben wir hier irgendwie einen entbehrlichen Feuerspieler? Entbehrlich. Oder sagen wir entbehrlich her? Verstanden, danke. Sag mal, Sharp, das war doch ein Schüler von der Royal Academy. Was war denn da los? Frag nicht so. Er werde schon früh genug herausfinden. Marc, es wird langsam Zeit. Sollten wir nicht erst einmal zum Bahnhof? Wie schön und brav wir sich alle in eine Reihe aufgestellt haben. Gefällt mir! Ach, da fällt mir ein, dass ich noch was gucken wollte. Bobby, komm mal kurz mit. Wir müssen mal kurz ins Krankenhaus. Du bist krank, wir müssen dich checken. Los, auf geht's. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon geht oder ob das erst nach dem Spiel gegen die Kirkwoods geht. Ich will es aber einfach mal ausprobieren. Auf zum Krankenhaus! Warum kommt man nur durchs Krankenhaus, wenn man durch die Schule geht? Ich meine, zum Krankenhaus, wenn man durch die Schule geht. Mann, ich bin echt sowas von durch heute eigentlich. Ja, es geht schon. Doktor, lange ist es her. Oh, was machst du denn hier? Bobby? Oh, ich habe euch gar nicht vorgestellt. Das ist der Arzt, der unser Team begleitet hat, als Silvia und ich in Amerika waren. Und wann sind Sie nach Japan gekommen, Herr Doktor? Entschuldigung, aber der Name auf dieser Akte. Steht etwa Igel? Eric Igel? Und Eric Igel ist... Eric ist... Er war in der gleichen Mannschaft wie ich. Es war, als Silvia und ich noch in Amerika waren. Also, er war ein gemeinsamer Freund. Damals haben ihn alle nur den Magier Mittelfeld genannt. So ein Genie am Ball war er.
hättest ihn gemocht, Mark. Er war genauso verrückt nach Fußball wie du. Aber eines Tages... Ist das wahr? Erik hatte einen schrecklichen Unfall, aber... Erik, wie geht es ihm? Ist er... Kinder, Erik ist... Nein! Silvia, du musst stark sein. Silvia! Und so etwas ist euch wirklich passiert damals? Herr Doktor, sagen Sie mir, wieso haben Sie hier eine Akte über Erik Eagle? Sagen Sie es ihm ruhig, Herr Doktor. Du... Erik? Lange nicht gesehen, Bobby. Erik, du... du lebst! Aber wie... Ich hatte dem Arzt gesagt, er soll euch anlügen. Er sollte euch sagen, dass ich gestorben bin. Herr Doktor, sagen Sie mir die Wahrheit. Ich werde nie wieder Fußball spielen können, oder? Was redest du da? Das ist doch völliger... Aber ich spüre es doch. Meine Beine werden sich nicht mehr bewegen wie vorher. Wir sind gute Freunde von Erik. Können Sie uns sagen, wie es ihm geht, Schwester? Er wird doch wieder gesund. Ganz bestimmt wird wieder alles gut, oder? Bitte. Ich meine, bitte beruhige dich. Der Doktor schaut gerade nach ihm. Silvia, Bobby. Doktor, bitte. Sagen Sie ihm, dass ich tot bin. Ich will nicht, dass die beiden mich in diesem Zustand sehen. Aber... Herr Doktor, bitte. Verstanden. Herr Doktor! Herr Doktor! Ist das wahr? Hatte Erik einen schrecklichen Unfall? Aber... Erik, wie geht es ihm? Ist er... Kinder, Erik ist... Nein! Silvia, du musst jetzt stark sein. Silvia! Silvia, Bobby, tut mir leid, aber... So war das also. Ich hab's einfach nicht geschafft, den Fußball aufzugeben. Ich bin nach Japan zurückgekommen und habe jeden Tag in der Reha an mir gearbeitet. Bis heute. Und heute ist der Tag meiner Entlassung. Was? Und das heißt dann vielleicht auch? Genau, Erik Eagle, der Magier Mittelfeld, ist wieder zurück. Oder anders, ich bin wieder voll da und bereit zu spielen. Erik! Marc, bitte, können wir Erik nicht in die Mannschaft aufnehmen? Ich will wieder mit ihm spielen, unbedingt! Aber hallo! Natürlich kommt er ins Team! Ich bin der Kapitän, Mark Evans. Wie wär's? Hast du Lust, mit uns ein wenig Fußball zu spielen? Wenn es dir recht ist, dann bin ich an Bord, Captain. So, damit hier auch mal Ruhe ist. Oh, schon auf Level 40. Hallöchen, willkommen im Team. So, Bobby, dir geht's doch besser. Du kannst wieder auf die Bank. Dankeschön. Müssen wir Erik nur für das nächste Spiel noch einsortieren? Auf dem Level will ich auf so einen Spieler nicht verzichten. Da bin ich doch für jedes Quäntchen Stärke dankbar. Na gut, dass wir bei dem Typen noch vorbeikommen, wo man das einsortieren kann. Warum kann man bei der Hecke da nicht durch? Da. Ich will ihn bitte einsortieren. Lasst mich. Ah ja, und unser Maskottchen muss auch rein. So. Nein, ich will nicht mein Storyteam bearbeiten. Das haben wir gerade getan. Dankeschön. Lass mich. Das ist nur die Frage, wo stellen wir den hin? Ich würde Kevin nur ungern rausnehmen. Ah, du bist Feuer. Geh du mal in die Mitte.
Dann, gehst du dahin? Stevie, mein Freund, geht auf die Bank. Weil eigentlich ist das eine doofe Idee, wenn Stevie auf die Bank geht. Ja, haben wir so wenig Wind, Leute, aber man muss Opfer bringen. Ironside muss mit dabei sein. Und ich stelle den lieber in die Mitte. Weil der ist eigentlich Verteidiger, ne? Das ist eigentlich ziemlich. Machen wir das lieber so, wobei wir dann hier so eine Dreier-Holzspitze haben. Das macht mir ein bisschen Sorgen, aber vielleicht wird das ja. Wir könnten natürlich auch einfach Sharp in die Mitte stellen, dann haben wir das ein bisschen verteilt. Schön, dass man am Ende noch so mit so überstarken Leuten zugeschmissen wird. Für den Fall. Ach, du hast Probleme im Spiel? Dir werden die Spiele zu schwer? Hier bitte! Nimm, zwei starke Spieler. Geht aufs Haus. Bahnhof. Da wollten wir doch hin, oder? Ja, auf zum Bahnhof. Da sind wir goldrichtig. So, uns geht's super, uns geht's top. Ich speichere noch eben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann das Spiel gegen Kirkwood in Angriff nehmen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Würde mich sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal. Und bis dahin sage ich, wie immer, ciao.